Manchmal kann es passieren, dass beim Fotografieren einfach der Horizont nicht gerade aufgenommen wurde, wie zum Beispiel in diesem Beispiel hier. Ich finde das sehr ärgerlich, aber mit ein paar wenigen Klicks kannst du das sehr einfach in Pinnacle Studio korrigieren. Ich habe hier auf der Timeline ein Foto und ich doppelklicke jetzt mit der linken Maustaste, um den Effekte-Editor zu öffnen. Hier gibt es eine Rubrik Media Editor und dann eine Funktion Ausrichten. Und diese Funktion funktioniert für Fotos und du siehst jetzt sehr gut, wie hier diese horizontale und vertikale Striche als Hilfslinien dienen und man sieht eben sehr genau, wie da der Horizont nicht gerade ist. Es gibt zwei Modi, einerseits das Gitternetz oder die zwei Striche. In diesem Fall finde ich die beiden Striche etwas einfacher, denn ich kann diese mit der Maus irgendwo hinziehen, zum Beispiel eben auf den Horizont. Und jetzt kann ich mit der Maus irgendwo klicken und ziehen und das Bild schön gerade drehen. Also es dreht automatisch, ich muss einfach ziehen. Und der Vorteil dabei ist, es wird leicht skaliert, also es gibt links, rechts, oben und unten und so weiter keine schwarzen Ränder. So, ich ziehe das Foto einfach, bis es gerade ist und dann kann ich hier anwenden und OK klicken. Und schon wird mir das Foto gerade dargestellt. Dasselbe kann ich natürlich auch mit so einem Foto machen, wenn es nicht um die horizontale Ausrichtung geht, sondern um die vertikale Ausrichtung. Dann nehme ich wieder Ausrichten und ziehe dann zum Beispiel diese Linie einfach hier zu diesem Turm. Und dann mache ich das Ganze gerade, so in etwa, und das schaut dann schon viel besser aus. So einfach geht das in Pinnacle Studio und du musst eigentlich weiter nichts machen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann klick doch auf den Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, damit du keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.